Mit herzlich willkommen zurück hier bei Desynchronisiert. Ich bin Geierum. Ja, wir haben beim letzten Mal hier unsere ersten Gebäude automatisiert. Wir haben den hier eingestellt, dass er nach Baustellen Ausschau hält. Und seinen Kollegen daneben haben wir eingestellt, dass er hier auf unsere Kommandozentrale achtet. Die beiden auf der Seite unterstützen den in der Mitte bei der Arbeit. Gut, schon wieder M. Ich bin hier der Mr. M. Wir haben mittlerweile auch genügend Erz. Die bauen hier wunderbar ab. Das reicht also, was wir hier abbauen. Hier bilden sich auch langsam die Lager. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich die Möglichkeit, das hier jetzt auch großräumig zu verbrauchen. Dann können wir nämlich wieder sehen, wo unser nächstes Nadelöhr ist. Hier zum Beispiel sehe ich schon, es wird zwar schön eingelagert, aber die sind immer dauerhaft leer. Wir werden also unsere Eisenbahnproduktion etwas erhöhen. Ich denke, haben wir die hier in der Mitte? Nee, hier möchte ich noch etwas anders verplanen. Wir lassen die Gebäude hier oben mal dann stehen, ändern dann hier die Baupläne auf Silikon, denke ich mal. Dann können wir hier einen etwas größeren Bauplan machen für unsere Eisenerze. Dafür gehen wir mal zurück. Wir brauchen ein neues Gebäude. Wir haben hier unser zweifaches Gebäude schon benutzt. Ändern wir hier mal den Bauplan. Und zwar möchte ich jetzt hier zweimal Konstruktoren drauf haben. Oder Eisenschmelzen. Fertigungsanlagen heißen die genau. Hier werden dann Eisenbahnen hergestellt. Und als Items brauchen wir hier noch irgendetwas, das automatisiert wird. Nee, ich denke, das müsste reichen. Ganz schön wäre jetzt hier noch ein Teleporter, aber den haben wir noch nicht erforscht. Teleporter kommt dann hier erforscht. Da brauchen wir also erst die Platten. Das könnten wir eigentlich zuerst schnell machen. Jawohl, das machen wir doch gleich als erstes kurz. Wir bauen hier mal um. Wir brauchen hier jetzt eine Robotikmontageanlage. Bauen wir gleich drei Stück. Die lassen wir jetzt kurz mal produzieren. Dafür fehlen mal wieder unsere Leiterplatten. Die werden hier jetzt aber automatisch schon produziert und rübergeschafft. Warten wir mal kurz, bis die hier hergestellt sind. Oh, damit wieder zurück hier. Ja, die Arme sind gebaut worden, aber mir ist gerade etwas aufgefallen, darum müssen wir uns dann gleich noch kümmern. Gut, die sind jetzt hier im Inventar. Wir werden hier erst einmal den Turm abbauen und dann eine von den neuen Robotikmontageanlagen da oben drauf setzen. Gut, dann sagen wir ihm wieder, wir wollen hier forschen. Wir sollen hier die Forschungsmaterialien geforscht bekommen. Und das, was nicht hier produziert wird, sollst du anfordern, sodass er hier auch wieder etwas zu tun hat. Gut, was mir vorhin aufgefallen ist, unsere Erzsammler können keine Erze mehr sammeln. Das sind zu weit draußen außerhalb unseres Netzwerkes. Wir kopieren hier erst einmal unsere Stromnetzerweiterung. Ich denke, wir bauen das hier gleich zweiseitig auf. Dann haben wir den Bereich mit Sicherheit gut abgedeckt. Und auch unser Kristallsammler hier hat etwas Stromprobleme hier oben. Auch hier bauen wir gleich zwei Stück auf. Dann sind wir da sicher abgedeckt. Gut. Was ich jetzt bauen wollte oder will oder werde, immer diese komischen Suche befallene Bauwerke auf der ganzen Welt nach Daten, die dich bei der Weiterentwicklung deiner Technologie unterstützen. Möglicherweise musst du sie reparieren, bevor du auf sie zugreifen kannst. Deine Erkundungen können wertvolle Informationen und Ressourcen liefern. Gut, ja, darum kümmern wir uns dann auch noch. Wir haben immer noch Stromproblem und wir müssen die beide jetzt hier umbauen. Hier müssen auch noch Roboterfertigung oben drauf.
Dafür müssen wir die Gebäude erst einmal abreißen. Und dafür wiederum brauchen wir hier ein, wenn ich den richtig klicken würde, ein Dekonstruktor. Es gibt keine Löschen-Taste. Wir bauen einen Dekonstruktor, der soll uns Gebäude einreißen. So, da müssen wir jetzt kurz warten, bis das hier gebaut ist. Der braucht noch eine Leiterplatte. Wenigstens sind die Lager mittlerweile schön gefüllt. Da fehlt immer noch eine Leiterplatte. Was ist denn er hier am Produzieren? Genau, er baut jetzt die Einzelteile für unsere offenen Baustelle. Hier fehlen noch Metallplatten, die müssen erst angeliefert werden. Rumtidumtidum. Ja, gleich sind wir durch. So, da ist er produziert worden. Wir schnappen uns mal hier so eine kleine Drohne. Wir fordern hier den Dekonstruktor an. Er hat gerade noch einen Auftrag. So, der hat das jetzt im Inventar. Den rüsten wir damit aus. Das ist jetzt unser Abrissroboter. Den setzen wir mal auf Gruppe 0, dass wir den auch wieder finden, respektive Gruppe 10. Die Gruppe 10 besteht nur aus unserem Abrissroboter. Und wir wollen jetzt erst einmal dieses Gebäude hier einreißen. Jetzt sind hier Teile im Weg, könnten wir einfach rechtsklicken und die aufsammeln. Wenn aber kein Bauauftrag für die Teile sind, bleiben die Roboter voll. Das heißt, wir bauen uns auf der anderen Seite hier ein Lager. Also am besten gleich drei. Bauen wir hier doch gleich drei, dann haben wir hier das Ramschlager. So, auch dafür brauchen wir jetzt noch, der hat jetzt kein Ziel mehr, wo er aufpassen kann. Dafür brauchen wir jetzt noch geteilte Lager. Drei Stück machen wir da. Dann können wir nämlich hier schon mal unser Gemischtlager erstellen. Alles, was wir nicht irgendwo spezifisch lagern, wird hier eingelagert. So, das erste ist auch schon gebaut. Das bekommt gleich der hier. Na, wo bleibt das nächste? Habe ich wieder nur eins gebaut? Nein, hier fehlen wieder Schaltkreise. Da haben wir jetzt niemand mehr, der auf ihn aufpasst. Machen wir hier also nochmal, ja, machen wir gleich 10 Schaltkreise. Oh, der ist gleich durch. Wir haben 9 Schaltkreise auf Lager. Ich musste kurz die Forschung pausieren. Der hat die Schaltkreise hier kurz, gleich wieder bei der Forschung reingeschmissen. So, hier wollten wir dann jetzt noch 2 von den geteilten Lagern bauen. So, die müssten eigentlich ziemlich zügig gehen. Ich glaube, hier das Lager, das eine ist schon wieder fertig. Das kommt jetzt hier rein. Und wir warten noch kurz auf das nächste. Habe ich wieder nur eins gebaut. So, und das dritte ist hier auch versorgt. Wir haben hier sogar noch ein Radar übrig. Das finde ich ist super. Wir machen den hier nämlich jetzt zu unserem Putzkommando. Das ist jetzt unsere Gruppe 9. Der bekommt hier ein Radargerät und bei dem sagen wir, du suchst alles, abgelegte Gegenstände, du suchst alles, was irgendwo rumliegt und dabei noch innerhalb von unserem Stromnetzwerk ist. Die sollen nicht irgendwo rausgehen und dann hier draußen anfangen zu sammeln, sonst verlieren wir den noch.
Und das hier ist einfach dein Ziel. Der macht jetzt nichts anderes mehr. Und dein Heimatlager, um abzulegen, ist das hier hinten. So. Das ist wunderbar. Der kümmert sich jetzt darum, dass das hier aufgeräumt wird. Wäre jetzt noch schön, wenn er ein größeres Inventar hätte. Aber man kann ja nicht alles haben. Gut. Die Forschung können wir wieder laufen lassen. Nicht abbrechen, fortsetzen wollte ich hier. Dann brauchen wir jetzt hier ein neues Gebäude. Und zwar brauchen wir... Moment. Plack. Nochmal löschen. Wir haben hier doch schon Gebäude. Wir haben doch schon eins mit zwei. Nein, wir haben noch keins mit zwei. Hier kommt auf den einen Sockel die Roboterfertigungsanlage und auf den anderen Sockel die Montageanlage. Der hier soll unsere Fabrik im Auge halten, behalten. Also bekommt er einen Sensor. Dann können wir dem dann ja auch sagen, dass er den hier unterstützen soll, wenn da gerade nichts gemacht wird. Also bekommt er noch einen zweiten Sensor. Wo haben wir denn hier? Dann können wir dem auch noch sagen, dass er bei Baustellen aushelfen soll, damit es dort etwas schneller vonstatten geht. Kommt er also noch einen dritten Sensor plus einen Radar. Gut, den Radar stellen wir auch schon mal ein. Wir sagen hier, Konstruktionen wollen wir hier anschauen. Wir senden das an diesen Empfänger. Und das hier senden wir schon mal auf die beiden Produktionen. Die anderen beiden können wir erst einstellen, wenn das Gebäude gebaut ist. Aber wir können hier schon mal sagen, das, was dir fehlt, sendest du als Anfrage raus. Ne, das machen wir noch nicht. Sonst haben wir... Was mache ich denn jetzt? Das hier muss weg. Das hier muss... Achso. Das hier muss weg. Wir müssen die Pfeile nochmal alle löschen. Sonst haben wir dann nicht die richtige Reihenfolge. Das müssen wir also einstellen, wenn wir das Gebäude gebaut haben. Gut, Bauplan ist erstellt. Wir setzen das Gebäude schon mal hin. Kurz schauen, ist es richtig rumgedreht. Das Inventar ist hinten. Jawohl, soll hier auch einigermaßen einheitlich aussehen. Gut, das Gebäude wird aufgebaut. Was wir nicht produziert haben, werden hier Teile gebaut. Dann warten wir jetzt kurz ab, bis das Gebäude fertig ist. Ein paar Teile müssten eigentlich noch hier zwischengelagert sein. Anscheinend werden nicht alle Teile zurückerstattet, sondern nur ein kleiner Teil. Ja, da müssen wir halt wieder nochmal einen Moment warten, bis das gebaut ist. Sobald die Produktion dann in größeren Maßstäben aufgebaut ist, müssen wir dann auch weniger warten. Aber im Moment geht es halt nicht anders. Dann also bis gleich. Wow, die Teile sind gebaut. Wir reißen hier gleich mal alle ab. Dann können wir alle upgraden. Habe ich mir gerade so gedacht. Ich reiße die mal ab, baue die neu. Heute haben wir wieder ein Stop-and-Go-Video. Es tut mir leid. Aber ich will auch hier nicht allzu lange hier einfach rumstehen lassen. Wir kopieren uns einfach mal dieses Gebäude hier und platzieren das hier daneben, wo die alten Gebäude standen, gleich drauf. Und ja, ich habe vorhin gedacht, die haben keine Teile zurückgestattet, aber die neuen Gebäude sind einfach um einiges teurer. Gut, melden wir uns gleich wieder, wenn das alles steht. Ich habe hier schon mal noch ein paar Solaranlagen gebaut. Da können wir unsere Stromerweiterungen gleich noch mit Solarzellen ausstatten. Da bekommen wir noch etwas Strom zurück. Und dann sehen wir uns dann also wieder, wenn die drei Gebäude da hinten gebaut sind. Oh, die vier Gebäude sind aufgebaut. Die stehen hier bereit, ihre Aufgaben zu empfangen. Wir fangen mit dem mittleren hier an. Der hier soll als primäre Aufgabe haben, die Kommandozentrale. Nee, der hier soll die primäre Aufgabe haben, Baustellenmaterial dran zu schaffen. Das heißt, wir schalten das hier als erstes ein, damit das auch den grünen Linie bekommt. Der achtet hier auf Baustellen und sagt dem
Signalleser, dass er da auf Signale achten soll, der Signalleser sagt, hey, bau mir das doch. Und die Baustellen sagen, wenn sie etwas zu wenig haben, ich möchte gern nachbestellen. Das ist so der erste Schritt. Jede Farbe geht der Reihe nach, geht er durch in der Priorität. Dann, das war also dieses Gebäude immer noch. Als nächsten Schritt wollen wir den Kollegen daneben unterstützen. Das heißt, wir achten mit dem Signalgeber auf den Kollegen daneben und sagen auch, hey, das, was da benötigt wird, wird produziert. Hier müssen wir die Linie nicht nochmal neu verbinden. Das kann er von der vorherigen übernehmen, das ist kein Problem. Und als dritten Schritt, als letztes, wenn der hier nichts produzieren muss und keine Baustellen hat, soll er doch auch der Kommandozentrale helfen. Das heißt, er achtet als drittes noch auf die Kommandozentrale und produziert, was da gerade benötigt wird. Wunderbar. Der Kollege zu seiner Rechten, der hat die primäre Aufgabe, ihn hier zu unterstützen. Wir fangen diesmal oben an. Das heißt, der achtet auf den Kollegen hier, produziert, was der benötigt. Dann achtet er als zweite Priorität auch hier auf den Kollegen hier, unterstützt den bei seiner Tätigkeit. Hier noch nicht verbinden. Wir müssen hier zuerst noch die Bestellung rausgeben. Nicht vergessen das. Dann können wir hier die Bauprozesse starten. Und als dritte Option soll auch er die Kommandozentrale unterstützen. Dann verbinden wir den noch mit dem. Und auch hier kommen die Pfeile nach oben gezogen. Gut, dann unser Kollege hier hat die primäre Aufgabe, die Kommandozentrale zu unterstützen. Also verbinden wir das hier als erstes. Das hier wird hier produziert. Das hier wird bestellt. Als sekundäres Ziel soll er ihn hier unterstützen. Also als sekundär kommt dieses Gebäude hier. Auch das wird wieder hier bestellt. Und als dritte Option soll er nach Baustellen achten. Auch hier suchen wir uns die Baustellen raus, geben die Informationen weiter. Jetzt hat es die in grün gewechselt. Wieso denn das? Spielt das eine Rolle? Wir sehen es dann ja gleich. Der Kollege ist sich hier ganz außen, hat die primäre Aufgabe, ihn zu unterstützen. Haben wir jetzt hier Bestellungen rausgegeben? Ja, die haben wir rausgegeben. Hier wollen wir auch noch die Bestellung rausgeben. Jetzt habe ich Übersicht verloren, da unten ist das Symbol. Als zweite Priorität soll er ihn hier unterstützen. Also Kollege Essig hier anwählen. Auch hier wieder Pfeile verbinden. Und als dritte Priorität soll er auch die Kommandozentrale unterstützen. Auch das verbinden wir hier. Hier wechselt er auch die Farben. Bin ich dann mal gespannt, wie das sich dann verhält. Gut. Die Kommandozentrale selbst hat ihre Befehle. Sie soll für Forschung sorgen. Die Robotik will aber Siliziumrohre. Das wiederum bedeutet, dass wir uns zunächst einmal Quarzsand organisieren sollten. Und das wiederum bedeutet, wir sollten uns mal einen kleinen Trupp bauen, der ins Gelände kann und uns etwas die Umgebung erforschen. Dabei auch die Gefahren der Umgebung nicht außer Acht lassen. Wir bauen uns einen Arbeiterbot zusammen, der soll bewaffnet sein. Der soll ein Radargerät ausgerüstet haben. Und der soll auch noch etwas mehr Strom zur Verfügung haben.
denke mal, das könnte so passen. Der soll nicht mit dem Netzwerk verbunden sein, aber der soll nach Feinden Ausschau halten. Hier, Feinde. Die gegebenenfalls dann angreifen. Müssen wir einfach schauen, dass wir die nicht außer Kontrolle verlieren. Sonst, wir bauen jetzt hier extra die günstigen Bots. Falls wir die verlieren, das ist dann keine tragische keine Tragik. So, haben wir hier sonst noch etwas, das wir sagen müssen? Genau, bewege dich auf das bevorzugte Ziel, wenn du ein Feind siehst. Das müssen wir noch hier verbinden. Suche nach Feinden, wenn du ein Feind siehst, anvisieren und rauf zu rennen. Das ist der Sinn von diesem Roboter. Wir könnten jetzt hier noch sagen, mache das Ganze, suche aber nur Feinde innerhalb von unserem Stromnetz. Das wären dann Defensiv-Bots. Die schauen einfach, sind Feinde innerhalb vom Stromnetz in unserer Nähe, also in Reichweite vom Radar. Ohne das sucht er auch außerhalb vom Stromregister. So, wir haben den gemacht, aber noch nicht benannt. Das wäre dann Angriffstrupp oder Angriffsbot. So. Wir produzieren von dem jetzt einmal ein paar. Der ist hier bei Bot-Blaupausen. Ach du meine Güte, was für ein Wort. Angriffsbot, Arbeiter. Wir machen mal 5 Stück von dem. Ich denke, das müsste reichen für den Anfang. Wir setzen hier einen Sammelpunkt hin, dass unsere neuen Bots hier etwas außerhalb sich aufhalten werden. Fäulnissturm naht, was auch immer das bedeuten mag. So. Hier werden Zutaten benötigt. Die werden hier gedruckt. Jetzt wird ein Radar benötigt. Auch der müsste gleich gedruckt werden. Sehen wir schon. Okay. Da haben wir noch ein Problem. Ich muss den hier priorisieren. Ich ändere das mal nur kurz. Im Moment habe ich immer zuerst oben mit unterem verbunden. So. Aber die meisten Sachen können wir nur in der Montageanlage bauen. Deswegen müssen wir die andersrum priorisieren. Das ändere ich mal kurz bei allen kurz, damit das auch sicher richtig verlinkt ist. Eben jetzt nicht oben anfangen, sondern unten anfangen. Zuerst den hier bauen, dann das hier bauen. Zuerst das hier bauen, dann das hier bauen. Hier hätte es, glaube ich, schon gestummen. So ist das hier bauen, dann das hier bauen. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Weil die meisten Teile, die wir bauen, können wir nur in der Montageanlage bauen. So. Jetzt müsste es passen. Wer sucht nach einem Radargerät, kann das nicht bauen. Funktioniert irgendwie so nicht. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Hier kommt der Konflikt, obwohl hier zuerst der hier priorisiert wurde. Der könnte das bauen, baute aber nicht, weil das Lager voll ist. Eieieiei, genau. Die müssen ja auch noch das
Lager leeren können. Das hier ist dein Endlager, das hier ist dein Endlager, das hier ist dein Endlager und du hast dein Endlager hier. Hier sind noch jede Menge Solarzellen, habe ich die jetzt nicht rübergeschoben? Doch, habe ich rübergeschoben. Für was sind denn all die Solarzellen jetzt noch gerechnet? Habe ich da vergessen, die Produktion auszumachen? Ist auch möglich. Dann schieben wir mal die Solaranlagen hier rüber ins allgemeine Lager, damit hier etwas Platz frei bleibt. Gut. Die Bots werden gebaut, hoffe ich. Ja, er hat den Sammelpunkt aber nicht übernommen. Egal, wir erkennen ihn ja, das ist unser erster Angriffsbot von unserem Angriffstrupp. Die anderen Bots werden gleich folgen. Hier fehlt ein Turm. Der Turm wird hier angefordert. Der wird transportiert. Und der nächste Bot wird gefertigt. Wir warten kurz, bis unser Angriffstrupp bereit ist. Ne, ich sehe gerade, wir haben nur noch 3,5 Minuten. Das reicht also nicht mehr, um unsere Gegend auszukundschaften. Schade aber auch. Wirklich schade. Haben wir hier noch irgendein Problem, das wir gerade angehen müssten? Wir haben noch Rohstoffe genug. Dann denke ich, beenden wir die Folge hier mal etwas früher. Oder wir könnten auch schon die Siliziumproduktion vorbereiten. Das heißt, wir bauen uns noch einen kurzen Bauplan zusammen, und zwar bei Gebäuden. Da nehmen wir ein doppeltes kleines Gebäude. Und zwar brauchen wir jetzt hier Siliziumscheiben oder Rohre. Gut, die werden hier produziert. Dann setzen wir auch gleich den Bauplan. Wir machen hier die Produktion gleich weiter, setzen hier nochmal zwei dazu. Dann sind wir hier schon mal vorbereitet. Und was wir auch gleich machen können, ist hier noch ein Lager aufbauen, wo wir den Quarzsand dann einlagern können. So, was wir jetzt immer noch nicht haben, ist eine Anlage, wo wir für uns persönlich produzieren können. Weil jetzt müsste ich nämlich hier auch wieder eine schöne, sag mir noch kurz. Ach was, wir machen das anders. Dann muss ich das nicht separat herstellen. Reiß das nochmal ab hier. Wir bauen uns hier noch ein Lager, wenn wir schon dabei sind, hier unnötige Gebäudepläne zu erstellen. Dann wollen wir doch auch noch ein Lagerplan. Hier wollen wir ein geteiltes Lager drin haben. Wollen wir auch schon einen Transponder haben? Nein, der braucht noch Drahtrollen. Das schaffen wir noch nicht. Geteiltes Lager soll hier rein. Wunderbar. Dann gehen wir wieder zu unseren eigenen Bauplänen. Wir wollen das Lager bauen. Zack. Und jetzt ist es ausgerüstet, wie ich das haben will. Wir hätten jetzt auch noch gleich die Inventarplätze sperren können. Oder zumindest die gleich so zuteilen. Aber das ist jetzt eh schon zu spät. Das wird schon gebaut. Wir warten kurz, bis das hier gebaut ist. Dann können wir die Inventarplätze da noch für uns abtrennen lassen. Hier müsste das letzte Bauteil geliefert werden. Ne, der ging da durch. Ich muss mir vielleicht angewöhnen, drei Felder Platz zu lassen. Zwei ist vielleicht doch ein klein wenig zu eng. Hier staut es sich dazwischen. Müssen wir uns angewöhnen, mindestens drei Felder frei zu lassen, damit der Verkehr auch richtig flüssig fließen kann. Sonst stauen sich die Bots hier. So, wo bleibt denn unser Bauteil? Ah, er baut noch für die Baustellen hier. Da werden noch Eisenbahnen benötigt, die werden gerade geliefert.
So. Hopp. Mach hinne. Gut, dass wir hier gleich produziert. Hier fehlt noch eine Platte. Die wird hier aber hergestellt. Glaube ich zumindest. Nee, die wird hier auch angefordert. Jetzt wird sie hergestellt. So, die ist geliefert. Hat er sogar eins zu viel produziert. Die haben sich zu gut unterstützt da hinten. Ein klein wenig Vorschuss gebaut. Das macht ja nichts. Gut, das Lager ist hier. Wir räumen hier noch kurz unser Inventar. Sagen, hier kommt nur Quarzsand rein. Und ja, dann war's das jetzt für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gairon.